Okay, dann haben wir hier Frauen klären beim Après-Ski. Straßenumfrage in Österreich. Wir brauchen jetzt einen Biermark, Eggers. Ori, 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 ori. Eine Woche Schnee, eine Woche Schnee, eine Woche Schnee. Ja, das wissen einige gar nicht, ne? Marc war damals beim Supertalent, also wir kennen uns auch persönlich, damals die Alberto-Zeit, Hamburger Hängerzeit und so weiter. Und Marc hat so einen richtig geilen, krassen eigenen Breakdance-Stil mit seinen Bewegungen. Der ist so ultra gelenkig in der Hüfte und der hat damals Moves rausgehauen. Die waren nicht von dieser Welt. Wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu... Oh, er macht das auf eigenes Mikrofon. That's me. Aha. ...einem neuen Video, wie man unschwer erkennen kann. Ich befinde mich gerade mal nicht in Köln, sondern ich bin im wunderschönen Ischgl. Hier kann man gerade noch mal hochschwenken, da ist die Piste, die letzten Leute kommen gerade runter. Und dann geht es hier selbstverständlich zum Après-Ski. Und da werden wir uns... Bin noch nie in meinem Leben Ski gefahren, aber Snowboard in einer Halle, ne? Aber so da runterdüsen, Alter, ist bestimmt auch nicht ohne. Doch mal gleich ins Getümmel stürzen und einfach mal fragen, wie klärt man denn die Frauen hier beim Après-Ski? Was muss man denen denn sagen? Was wollen sie denn hören? Mein Name ist Marc Eggers, wir fangen jetzt mal an, live aus Österreich, Ischgl. Jetzt geht's los, Straßenumfrage, wie spricht man Frauen an beim Après-Ski? Let's go. Aha. Du siehst aus wie eine Skilehrerin. Na, ich kann nichts. Die Skilehrerin. So, als ob du Leuten Skifahren beibringst. Na, ich habe bei Silveretta Salva. Ach so. Die Tänzerin. Nein, nein, nichts deshalb. Wenn jemand kommt mit Ugla machen oder... Mit Google? Oh, also am besten keine schlechten Ammersprüche. Was wäre schlecht? Nur ein Engel ist vom Himmel geflogen, sowas in der Art. Habe ich gestern Abend auch mal wieder gebracht, den Spruch. Hat sehr gut funktioniert. Echt? Nee. Gut. Nee, ich schlafe jeden Abend alleine. Am besten schöne Komplimente, zum Beispiel, du hast schöne Augen oder... Du hast schöne Augen, Alter. Da verdreht meine Frau die Augen, wenn ich sowas sagen würde. Sowas kann sie überhaupt nicht hören, weil Mina hat halt so große grüne Augen. Und das Letzte, was sie hören kann, ist, du hast so schöne Augen, weil das hört sie oft halt so, ne? Also es ist halt immer Ansichtssache. Schönes Gesicht, sowas in der Art. Ja, schönes Gesicht ist auch eher mein Ding, die Richtung. Aber halt keine schlechten Ammersprüche. Ja, ja. Ja, aber die Frage ist, wie machst du denn bei Schäden? Na, Zunge rein und fertig, ne? Links, rechts, schmeiß weg die Banane. Bei Silveretta Salzbahn haben wir gute Service auch. Wie geht's den anderen so? Ja, die kommen später noch alle, ne? Aus ihren Löchern gekrochen. Wer ist ja, die Influencer, die schlafen alle mal bis 16:30 und dann geht's langsam mal los. Ja, ja. Naja, wie spricht man die Frauen hier an beim Après-Ski? Kannst du mir sagen, wie man hier beim Après-Ski die Frauen am besten anspricht? Boah, weiß ich gar nicht. Weißt du nicht? Ne, ich bin ja seit gestern hier. Ja gut, aber kann man auch schon was klären. Muss auch Ron Bittige fragen. Wen soll ich fragen? Ron. Ron Bittige. Übrigens, Leute, Olak. Ron. Color Drop, wir waren hier gerade im Urlaub. Der Nico hat es mir gesagt. Die Jacken sind jetzt am Start. Ich verlinke sie mal, blend mal kurz was ein, damit ihr Bescheid wisst. Hallo, darf ich euch mal kurz eine Frage stellen? Ja, perfekt. Ich spreche gar kein Englisch. Dann machen wir es auf Deutsch, oder? Wie heißt es auf Englisch? Muss auch Ron Bittige fragen. My translator. Wait a minute. Oh, Lauren. Ich heiße Lauren. Oh, ich heiße Mark. Hallo. Lauren, nice to meet you. What's your name? What's your name? Katie. Katie. Katie ist so ein UK-Name, Katie. It's my favorite name. Ron Bittige. Okay, what's the question in English, my friend? How do you hook up... How do you hook up women on Agri-Ski? Ja, ja, perfekt. Alles am Arsch. You understand the question? Yeah. Me not. Buy them a drink, I don't know. Yeah? You want a drink? Compliment the well thought out English après-ski attire. Das sind richtige UK-Frauen. Weißt du, wie die saufen können, Livestream? Die können richtig saufen. Ich war mal in Neuseeland, damals mit Alberto. Da gibt es ja keine Discos, Clubs oder so, sondern da gibt es ja nur Pubs, ne? So Bars. Und da waren viele aus UK halt. Ey, da gehst du rein, die tanzen nackt auf den Tisch, Brüste. Machen sich nass. Und saufen mehr als die Männer. Die sind da so krass drin. Ja? Ja, beautiful eyes. Ah, thank you. Darf ich euch kurz mal eine Frage stellen? Gar keinen Bock. Muss man leben können. Ja, jetzt befinden wir uns hier vor dem legendären Kuhstall. Es geht eigentlich nur darum, wie man die Frauen hier beim Après-Ski mal ansprechen sollte. Muss auch Ron Bittige fragen. Gar nicht. Gar nicht? Nicht so wie unsere Kollegen bisher. Also ihr seid noch mit einer anderen Mädelstruppe hier? Ja, genau. Und wie wurden die angesprochen? So ein Negativbeispiel? Also gestern hatten wir den Fall einfach nur mit, wir machen dich jetzt mal an. Okay. Das wäre vielleicht so ein Negativbeispiel. Okay. Mhm. Ja, wie soll ich die Frauen ansprechen? Du bist Österreicher, ne? Ja, ich bin ein Österreicher. Ich tue die Frau nicht ansprechen. Warum denn nicht? Die kommt zu dir.
Ja, aber was soll ich die Frauen ansprechen? Ja, weiß ich nicht, wer ist denn dein... Ja, der schläft ja gleich im Stehen ein hier. Eine Intention? Ja, ich habe keine Intention. Du bist ein guter Typ, also coole Fries. Ja, ja, danke, jetzt weiß ich, warum du keine... Coole Fries. ...Intention hast, mein Freund. Aha, warte, habt ihr das verstanden, was er gerade gesagt hat, Livestream? Weiß ich nicht, wer ist denn deine Intention? Ja, ich habe keine Intention. Jetzt checkt ihr das jetzt, was? Du bist ein guter Typ, also coole Fries. Ja, ja, danke, jetzt weiß ich, warum du keine Intention hast, mein Freund. Wie spricht man die Frau? Habt ihr das gecheckt? Ja, war gut. Das hat er mal gut gemacht. Und hier an, beim Après-Ski. Ja klar, sagst du einfach, willst du vier und dann vier. Ah ja. Das ist es. Hat bis jetzt schon geklappt? Nee, leider nicht. Ich wollte ja sagen. Das ist so viel im Leben, perfekt. Ey, aber der Pulli ist ja mega nice. Rudolf mit der roten Nase, da ist einiges am Blick. SC Freiburg. Perfekt, wir gehen kommen. Sanders ist da. Wir sind dabei, wir fragen hier gerade. Nee, wir haben noch nichts getrunken, aber wir sind fleißig. Ich hab's doch gar nicht gesagt, wir sind mit allem Mann gerade im Skiurlaub. Nico ist dabei, Rivi ist dabei. Selfie Sandra ist mit dabei. Alexis ist dabei. Lexo ist mit dabei. Schauen wir uns richtig ein rein. Willst du noch jemanden grüßen? Die will einfach saufen, ne? Kann das sein? Einfach nur saufen. Ja. Wie wollt ihr dann angesprochen werden hier? Beim Après-Ski? Blond, mollig, dein Typ Frau, Uwe. Nein, das ist leider überhaupt nicht mein Typ Frau. Au und mein Nachname. Den werde ich jetzt nicht sagen. Aber woher sollen die Männer das denn wissen? Mein Nachname? Ja, also wenn jetzt hier irgendwie... Nee. Ich will erstmal gefragt werden, wie ich heiße, ne? Also, okay. Ja. Wir spielen das Szenario mal durch. Hallo, wie heißt du denn? Warum bitte? Loredana. Hallo, Loredana. Hallo. Wie geht's dann weiter? Was mache ich dann? Ja, dann musst du mich fragen, wie alt ich bin und woher ich komme. Guck mal, jede Frau, oder sie jetzt auch, hat einfach eine eigene Einstellung dazu, wie man angesprochen wird. Aber woher soll der Mann, der Gegenüber, woher soll er das wissen? Das wird niemals so funktionieren. Wenn man die Einstellung hat, ich will so und so angesprochen werden, weil dann funktioniert das auch? Das wird niemals passieren. Also was ist das für eine Einstellung? Das geht gar nicht. Und ich lüge natürlich, das darf keiner wissen. Okay, dann lügen wir jetzt. Ich schneide ja so, als ob du nicht lügst, okay? Ja, danke. Hallo, wie heißt du denn? Loredana, hallo. Wie alt bist du denn, Loredana, hallo? 22. 22, und woher kommst du? Ich komme hier also von der Schweiz, von Zürich. Ist ja voll nervös, ne? England ist er. Aber ich bin hier im Urlaub. Was davon ist jetzt nicht gelogen gewesen? Und wie geht's dann weiter? Und dann ist man schon im Gespräch, ne? Genau, so schnell geht's. Und dann raucht man meistens eine. Aha. Und ich gucke... Okay, wenn ich nicht Raucher bin, was dann jetzt? Ich gucke immer auf die Zigaretten, ne? Was für eine Marke die rauchen, aber... Egal, wer vor dir steht. Du, erstmal zeigst du mir mal deine Zigaretten. Erstmal muss ich die Marke abchecken, damit ich weiß, ob alles andere auch hier stimmt, ne? Fräulein. Erstmal Marke, erstmal. Also, bei ihr würde ich schon direkt sagen, kannst weiterlaufen. Lauf mal weiter hier, geh mal weiter. Hast ein Problem, geh weiter. Ah, okay, wenn schlechte Marke, dann soll ich verpissen. Ist so. Hallo, wie... Boah, Digga, was ist los, Alter? Was ist verdammte Scheiße los da draußen, Alter? Wir drehen hier gerade mit eurem Auto, ne? Ja. Hör auf mit dem Rauchen, Loredana. Ich hör auf. Na, ihr raucht generell nicht. Achso, das war auch gelogen. Ja. Wie sollt ihr denn... Ah, okay, dann alles gut. Wollt ihr denn angesprochen werden beim Après-Ski? Also mal kein blöder Anmachspruch. Was wäre blöd? Letztens hat ein Typ zu mir gesagt, ob es mir egal ist, wenn ich heute nicht zu Hause schlafe. War jetzt nicht so. Ron? Ron, bitte. Ein Drink ausgeben? Ein Drink, ja. Was ja. Trinkt ihr gerne? Flügel. Desperados. Desperados, so. Du lächelst mich eh die ganze Zeit schon an. Jetzt komme ich mal zu der sympathischen. Gibt es in Real auch normale Menschen? Nur, was ist heute halt normal? Das ist halt die Frage, weißt du? Was ist normal oder der normale Weg, eine Frau anzusprechen? Genauso, was ist heute ein normaler Mensch, weißt du? Hallo. Hallo, wie heißt du denn? Melania. Melania? Oh, was ist das denn für ein Name? Melania? Das habe ich ja noch nie gehört. Was habt ihr denn alle für schöne Namen, ne? Das muss ich jetzt mal meine Frau schon fragen. Melania. Kennst du den Namen Melania? Melania. Okay. Wie alt bist du denn? 23. 23 bist du schon? Ist das auch schon wieder geflunkert? Ihr seid so eine Flunkertruppe. Wie willst du denn angesprochen werden? Melania. Nee, wie willst du denn angesprochen werden? Ach so. Melanie einfach falsch ausgesprochen, Kappa. Necki, Digga, du bist auch so ein... Eigentlich eine gute Idee. Das war gut gerade? Mhm. Einen saftigen Drink. Mhm. Gut, ne? Du musst auch drauf aufs Bild. Ich ne? auch. Außer mit die Hasen und einem Jagertee. Ganz schwierig, am besten nicht beim Namen. Ja, den weiß ich ja vorher gar nicht. Okay. Irgendeinen guten Geheimtipp. Bei dem Aussehen muss man nicht viel machen. Ah, ne? Nee, ich werde immer auf mein Äußeres reduziert. Ach, guck mal, die Models wieder unter ja, sich hier, ne? Guck mal, du hast doch auch keine Schwierigkeiten, oder? Ja, früher war das noch okay, mittlerweile bin ich auch in die Jahre gekommen, ne? Aber gut. Oh, jetzt muss ich kurz einmal rüber zu den Damen. Mein Lieber, da muss ich doch mal kurz nachfragen, die beiden. Aber in Engels. Englisch. Engels seid ihr? Ja. Ja, you are angels. We're angels. How to hook up girls on Après-Ski. What is Après-Ski? Ja, die Party. Party, actually. We don't party. Actually. What are you doing here? We're here to ski. Die Damen, darf ich eine Frage stellen? Hier ist die gute Laune zu Hause. Na gut.
Ja, ja, man sieht das schon. Wie sollte man denn als Mann die Frauen hier ansprechen? Schwierig. Ja, schwierig. Ja. Ja. Wie kann man es richtig machen? Einfach auf einen Drink einladen und nett sein und aufdrehen, nicht passt. Ich glaube wirklich... Na, die ist korrekt, ne? Die weiß, was los ist. Nochmal, zurück. Die ist ein bisschen eingefroren, aber das legt sie, glaube ich, gleich wieder. Einfach auf einen Drink einladen und nett sein und aufdrehen, nicht passt. Ich glaube wirklich, das ist einer der besten Tipps. Ja, und die Zunge sagt alles, Leuchtsinn. Pass auf jetzt. Analyse, kann man es richtig machen? Einfach auf einen Drink einladen und nett sein und aufdrehen, nicht passt. Ja, dieser Blick, Livestream. Sie weiß, was los ist. Verstehst du das? Sie weiß, was Sache ist, damit du mal klar siehst. Das ist einer der besten Tipps. Ja, danke. Oh, hier, einmal durch die Mitte durch, ne? Schönen Tag noch, die beiden, ne? Ja, ja. Du wohnst hier? Ich arbeite hier. Oh, was machst du hier? Kochen. Oh, Kondition war eben leer, ne? Was ist da los? Wo war? Was ist passiert? Du bist Koch? Ja, ja, in der Küche. Ja. Oh, kannst du das einmal kurz filmen? Wie schön das... Marc, wie schneidest du denn deine Videos? Während du geil sagst, schneidest du da geil rein. Was ist das? Ey, du bist Koch? Ja, ja, in der Küche. Ja. Oh, kannst du das einmal kurz filmen? Wie schön das aussieht hier gerade, ne? Ja, ja, ich meine das doch gerade. Na ja, klar, selbstverständlich. Auch als Koch, wie spricht man die Frauen an hier? Hast ja schon einiges erlebt vielleicht? Ich sag mal ehrlich, erlebt habe ich noch nicht viel. Okay, ja, bist du? Ich bin 19. Ja, aber ich habe ja eine zu Hause sitzen, deswegen. Ja, ist ja auch gut. Wie hast du die angesprochen? Die hat mich angesprochen. Was hat sie gesagt? Ja, die hat mir ich hab Hunger, kannst du für mich kochen? Nicht ganz direkt, aber in so einer Art, ja, ja. Willst du sie grüßen? Ich grüße dich, Milena. Ja. Und ich liebe dich. Oh, guck mal. Nimm mal eine richtige Liebeserklärung hier. Ja, guck mal, süß. Hast du gehört jetzt? Wie heißt sie? Milena? Milena, ja. Das ist jetzt auch von ihm Spaß, oder? 19-jähriger cooler Typ, der bis auf Ironie macht? Oder war das jetzt ernst? Er kommt erst morgen. Echt? Ja. Kommt er morgen echt? Ja, kommt wirklich morgen echt. Ja, dann müssen wir ihn morgen fragen. Ja, okay. Ich dachte, du könntest, du sahst so aus, so selbstbewusster Gang, habe ich gedacht. Ich hab mir vorher jetzt sogar, ich kann mich mal Zigarette anzünden. Ja. Der, mach doch mal an, Digga. Ja, kann ich nicht. Ja, warum? Was ist das Problem? Krass alle. Mit dem Fukuhila. Red ich mal bitte. Ach du Heiliger. Vorne kurz, hinten lang. Lange keinen mehr gesehen, der das so durchzieht. Sei mal frei. Ja, die New Kids sind wieder am Start. Bewerb dich mal beim Film mit Knossi. Ja, das wäre geil. Ernst, Respekt. Meinte, die Liebeserklärung war gerade ernst niemals. Den muss man erstmal so rocken, den Haarschnitt. Ja, ich finde das taub, auch den Lifestyle. Ja, ja. Ach, du Party. Du lebst den Lifestyle? Na klar. Wie sprichst du die Frauen hier an? Na, erst nach ein paar Bier. Ja, ja, genau. Und dann, du hast ein paar Bier drin, wie geht's dann los? Ja, ich habe keinen festen Anmachspur. Nee. So ungefähr mit der Frisur vielleicht ein bisschen? Ja, so ein bisschen mit den Haaren wackeln. Ja, ja, wackel mal das kurz. Mach mal den Wackler da. Nicht, dass die Schuppen rausfallen jetzt, aber... Nee, frisch geduscht. Ah, gut, ja. Riecht anders gerade aber, ne? Ja, danke. Er sagt danke auch noch.